Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Das ist ein Pappkarton. Ja. In diesem Pappkarton war dieses Seitenteil. Auto ist technisch fertig? Ja. Nein, also wir haben jetzt alle Teile, fast alle Teile dran. Bis auf Gitterchen und so Flaps und sowas. Die Frontlippe kommt noch, die wird noch nachgeliefert. Aber so sieht er aus. Er sieht sehr scheiße aus. Wahnsinn sieht dieses Auto scheiße aus. Ja. Und zwar in jeder Hinsicht. Wir haben jetzt andere Reifen drauf gemacht, weil aus irgendeinem Grund waren die hinteren Reifen weg. Ah. Haben also irgendwelche Reifen jetzt drauf gemacht, die wir gerade zur Hand hatten. Also die passen jetzt von der Reifenbreite und von der Höhe gar nicht. Mhm. Egal. Aber wir sehen jetzt mal, wie das Auto aussieht. Wir gucken mal, ob wir den schieben können. Ich glaube, den können wir schieben. Soll ich helfen? Kannst du mir helfen? Okay, mehrere Problematiken, Thematiken kommen in mir auf. Ja? Ich will nicht auf den Sack gehen, weil wir jetzt das dritte Video schon haben, wo es darum geht. Aber es ist halt auch, ich denke, besser so, das durchzusprechen, als wenn man einfach Sägen, Blech, rein, raus, Auto fertig. Mhm. Also in diesem Video geht er auch zum Lacker und in diesem Video sehen wir ihn auch am Ende fertig, lackiert. Aber hoch und nicht mit den richtigen Felgen. Aber guckt euch mal bitte an, wie das aussieht, das Auto. Also es sieht wirklich nicht gut aus. Also, Heckspoiler. Ich habe mich dazu entschieden, dass dieses Auto den großen Heckspoiler bekommt, nicht den kleinen. Ach so. Also, Amando, haben wir irgendwo einen Draht noch oder eine Fischerangel? Dann ziehen wir den Heckspoiler mal ab hier. Was hat dich dazu bewegt, den großen zu nehmen? Um die Optik doch perfekt zu haben. Um vom Gleichgewicht. Mhm. Weil, also ich muss echt sagen, wenn man jetzt so drauf guckt, erkennt man nicht, wo die Reise hingeht. Weil das Auto sieht echt scheiße aus. So. Also wirklich, Manni. Also da kann man, ich finde, den kann man so gerade nicht abgewinnen. Also das Maximum Ugly Bitch. Sieht so ein bisschen aus, als ob du den auf dem Schrottplatz gefunden hast. Volles Rohr. Herbe. Erstmal müssen wir gleich mal messen. Wir haben natürlich ein Fahrwerk dafür bauen lassen schon. Aber das Fahrwerk muss echt drauf haben. Mhm. Weil das Auto ist echt hoch so. Ne? Also ja. da kommst du mit 30 nicht weit. Also da muss jetzt schon was passieren, dass wir runterkommen. Sonst wird das nämlich nichts. Dann Felgenbreiten, Reifenbreiten. Ich glaube sogar, in dem Transporter können sogar Reifen drin sein, die dafür sind. Wenn wir Glück haben, wäre das sogar echt ganz geil. Komm, wir gucken mal, ob wir das abgezogen bekommen. Kann man sich böse die Finger wehtun? Ja. Da müssten nämlich lecker Reifen kommen. Und dann können wir nicht auch schon mal gucken, ob das Reifengerechne passte. Mhm. Dann können wir noch nicht Distanzscheiben gucken, weil das Auto kommt tief. Mhm. Und dann kommt die Achse ja wieder rein. Das heißt, dann kann man sich schnell vertun mit den Distanzscheiben. Ne, wenn ihr jetzt ein Auto zum Beispiel jetzt... Ja? Kannst du Maße mal sagen? Weil wenn du nämlich jetzt bemisst, dann kann das passieren, dass du zu weit drin bist. Mhm. Weil wenn die Achse wieder runterkommt, geht der Reifen ja rein und denkst du, die Distanzscheiben waren eigentlich gut und wenn der Wagen dann unten ist, nicht mehr gut. Ja, stimmt, das muss man halt alles beachten. Das heißt, du musst machen, wenn er unten ist. Mhm. Wollen den richtigen Stance haben, oder? Bitte, haut einfach mal Stands raus! Ja, wollen wir. Kannst du das Spoiler mal halten? Ihr müsst gleich runterfallen. Ja. Ey, wir machen echt viele RS6-Software. Jeden Tag, ne? Jeden Tag. Aber es ist auch, man muss es auch leider machen. Es ist zwar sehr viel Geld, es ist teuer, aber es ist gut. Es ist über ein Jahr. 30, 20, 25, 25, 19 Zoll. Reinholen, das sind genau die Reifen. Geil. Das kann man nicht planen, Alter. Nee. Das kann man nicht planen. Dann ziehen wir das jetzt durch, hauen die jetzt drauf, kriegen schon mal eine Idee, wie das aussieht, können dann rechnen, wie viel das Fahrwerk runter können muss, um halt dann, du hältst fest, nicht halt nur fest. Mit einem süßen Fingerchen. Ja, ja, ich halt das. Und bitte. Ja. Okay, da. Jetzt haben wir einen. Kann man auch kaufen. Okay, stimmt, ja, verkaufen wir ja. Ja. Guck dir das an, Amando. Just in time. Wir machen eine Vorderachse, eine Hinterachse drauf, Reifen, weil die Felgen sind noch falsch lackiert. Wir haben aus Amerika jetzt die Vorderachsen bestellen lassen, weil unsere waren schon ausverkauft. Haben jetzt eine 9,5x19 vorne und eine 10,5x20 hinten. Okay. Und die Vorderachse ist noch schwarz, aber ich habe mir überlegt, wir machen die Räder komplett silber lackiert. Finde ich eigentlich vom Style ganz, ja, ganz cool. So, dann machen wir das mal drauf. Ein bisschen Kontrast schadet da nicht. Genau. Und dann, genau, spoilermäßig nehmen wir diesen, wir machen mal ein Bild rein, den mit den beiden Füßen, der kommt dann hier drauf. Das sind zwei
Und hier ist eine. Also du kannst da eine von wegnehmen. Aber das ist doch ganz geil. Dann sehen wir ja zumindest schon mal Auto. Ja. War ja auch perfekt, mit meinem neuen Pulli genau da den Job jetzt zu machen. Ne? Mhm. Aber das ist wird gar nicht dreckig. Nein. Ne, wir fahren 2,75, 30, 20 hinten. Ja, 2,75, 30, 20. Und 2,55, 35, 19 vorne. Da freue ich mich jetzt, das gleich zu sehen. Schon mal dann etwas besser aus hier. Vielleicht, nee, vielleicht auch nicht. Also wir kriegen das hin, weil bei dem Projekt ist es ja so, man weiß ja, wie das Endauto irgendwie aussehen wird. Ja. Das hilft ja schon mal so ein bisschen. Da müssen wir ein paar Halter machen, die wir nicht gefunden haben. Weil die Stoßstangen an manchen Ecken so ein bisschen tuningmäßig runterwabbeln. Oh, okay. Ne, ich zeige euch das gleich mal. Das sind so Sachen, wo... Ich komme doch an von Mercedes, wie kann das sein? Also wissen wir auch nicht. Wir haben Teile für mal geguckt. Wir haben dafür keine Halter gefunden oder keine Stabilisierungsteile gefunden. Ich zeige es euch mal. Okay. Echt komisch. Beim richtigen Black Series ist das dann auch so? Oder? Nee, da sitzt das gerade. Okay, krass. Geiler Style. Reifen sitzt schön. So, das ist einmal. Die kannst du schon mal hinten drauf machen. Wie gesagt, vorne schwarz. Bleibt natürlich nicht. Ja, klar. Wir müssen jetzt nur gucken. Vorne der 2,75-30 hatte ja schon so ein bisschen Stretch. Ne? Der saß jetzt nicht ganz so racy-mäßig drauf, sondern der saß schick. Mhm. Aber ich finde, das Auto könnte auch vom Style her einen dicken Reifen vertragen. Nur vom Rumrechnen her habe ich keine schönere Kombination mit der Vorderachse gefunden, weil der 2,55, 35 jetzt vorne drauf wird anders aussehen. Der wird vorne, wir werden es gleich sehen, der wird vorne leider etwas ballig sitzen. Mhm. Denke ich mal. Ziel war aber, dass es sehr ähnlich vom Style ist. Das war mein Ziel. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Weil manchmal kann es passieren, dass die Rechnung passt, aber vorne ist zum Beispiel der Reifen ganz dick und hinten super gestretched. Das ist scheiße. Genau. Ja. Das sieht dann irgendwie sehr, sehr unhomogen aus. Und am schönsten finde ich halt, wenn die Autos vorne und hinten auf einem ähnlichen Reifen sitzen. Wie jetzt bei ihm zum Beispiel. Ja. Hast du es eigentlich prinzipiell, wenn der Reifen so dünn ist? Oder hängt vom Auto ab? Ja? Hängt vom Auto ab. Auch bei sportlichen Coupés, wo du sagst? Wo dicke Reifen geil aussehen. Ja? Ja. Jetzt gucken wir mal, ob das gut gerechnet war. Abrollumfang, Unterschied ist ein 1,67% so. Wenn ich mich richtig erinnere. Zwischen Vorder- und Hinterachse. Fällt mir noch was ein. Wir haben gerade ein Auto da. Von die erste neue S-Klasse, die wir umbauen. Von dem Kollegen hier. Genau. Ali mit dem Shelby. Okay. Das ist seine S-Klasse. Mit Brabus-Rädern drauf. Und die sieht schon... Gut, ne? Ja, krass. Und also komplett schwarz gemacht beim Engine. Dann haben wir Fahrwerk gemacht, Räder gemacht. Und also, auf einmal geht's los, wenn es ganz schwarz ist, langsam gehen die Rückleuchten auch klar. Guck mal. Krass, krass. Ja, wo wir den gesehen haben beim Mentor, sah der ja noch ein bisschen nicht so gut aus. Jetzt stehst du vor dem Auto und denkst du so, okay. Ja, das ist jetzt nur schwarz gemacht, mehr ist das nicht. Schwarz, Räder tief. Krass. Das macht schon echt was her. Ja, genau. Bin echt gespannt, was da noch von AMG und so rauskommt dann. Ja, so. Safe bestellt, Brudi. Boah, ich habe momentan einen Leihwagen von McLaren und das höre ich nur Radio. Okay. Da läuft nur Deutschrap, ne? Und Deutschrap ist, ich merke, ich bin alt, ich komme nicht hinter. Die Texte. Ja, Alter, was die für eine Scheiße singen. Was da für eine Scheiße gesprochen wird. Ja. Komplett sinnfrei. Ich weiß, das ist echt. Versuchst so ein bisschen Inhalt rauszuhören, denkst dir so. Boah, mach's besser nicht. Ja, lieber nicht. Ah, was ich zeigen wollte. Genau, wollte ich gerade fragen. Guckst du genau hin? Nee, was will man von hinten? Von hinten? Mhm. Siehst du, wie es so aussieht? Ja. So muss es sein. Oh. Siehst du? Entweder ist die falsch gelagert worden, weil hinter ist nicht gedacht, dass da was reinkommt, aber. So. Genauso wie. Das hier guckt so runter, ne? Ja. Aber das muss so. Hä? Woher liegt denn das? Entweder falsch gelagert und die ist bauchig geworden. Aber wir werden jetzt Halter dafür anfertigen, ja, die wir da reinstecken, damit das
damit das vernünftig aussieht. Weil das ist scheiße. Was sind das für Klipse hier? Achso, nee, ich dachte gerade irgendwas. Das ist für die Innenverkleidung, dass das hier hält. Kann man nicht irgendwie so eine Metallstange hier machen und dann so dran schon wieder? Genau, wir machen so ein Haltersystem. Ja. Aber so kann man es dran bauen. Aber guck mal hin, unter dem Endrohr. Nee, Mann. Und da ist es. Und da ist es nicht. Ey, Digga, das ist scheiße. Für das Geld auf jeden Fall. So, Amando! Gib mir schon mal eine Idee. Nur eine Idee. Amando, auf einer Skala, auf dem Schulnotensystem, ne? Wie schwer war das jetzt für dich mit dem Seitenteil? Gar nicht. Okay. Also Reifen passt für mich. Von den Höhen und sowas. Das ist ganz cool. Schon klein aber von. Danke. Ja, jetzt so auf dem buchtigen Auto mit Bodykit und so geht's ein bisschen unter. Mit Bodykit. Bodykit. Was sagst du zu silbernen Felgen? Finde ich viel, viel besser. Also schwarz zu dir. Ja, ne, Amando? Also klar, all black, cool und so, aber ich finde, da soll Kontrast rein. Ja, finde ich auch. So, also das heißt, wir machen die vordere Felge wie die hintere Felge. So, dann. Natürlich wird die Achse vorne extrem einknicken, wenn wir den tiefer legen. Und wir müssen tiefer legen. Und das wollen wir auch jetzt mal rausfinden. Wie viel wir, damit die Optik cool ist, runter müssten. Also, sagen wir mal, also man plant immer so hier, aber wenn eine Kotflügelkante wirklich auf der Reifenkante liegt, ist es auch tief. Ja, das ist ja ein Wert. Aber wir gucken mal, wo wir da so wären. Wenn der wirklich hier auf die Kante raufballert, so Reifenhöhe, dann wäre das, oh, das geht. Wäre 57, 58. Das heißt, wenn das Fahrwerk hinten 60 runter geht, sitzt der. Sitzt der Arsch auf einmal. Nur bei 60 mm wird der stark verschränken. Ne? Also der obere Teil des Rads wird reingehen, der Sturz wird stärker werden und das Rad wird reinkippen. Wir haben aber extra unser schick gebautes Radhaus gebaut. Das heißt, Schleifproblematik wird dort nicht entstehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ja, da wird dann wahrscheinlich doch ein Zentimeter hinten drauf kommen müssen, nachher, denke ich. Das werden wir dann alles rausfinden. Also hinten haben wir 60, was das Fahrwerk können müsste. Und dann noch gut fahren, also nicht nur runtergehen, sondern da muss halt noch Arbeitsweg sein. Ja. Und vorne 50. Das täuscht. Ne? Weil wenn wir jetzt mal messen, wie viel Abstand wir allgemein haben. Also wir haben vorne Lippe bis Boden, haben wir jetzt 120 minus 50, ja, passt. Ja. 120 nee, passt minus nicht. 50 sind 80, nee, 70. Ja. Das wäre schon tief dann. Haben wir denn zu festen Bauteilen mehr? Oh ja, viel mehr. Nee, es passt. Das wäre auch dann von der harten Tieferlegung, ne? Das wäre schon tief. Felgen sein cool, nicht cool? Jetzt können wir ändern. Doch, so ein Silber gefällt es mir. Und auf 5 Speiche? Ja. Also bin ich. Amando, würdest du eher ein anderes Felgen-Design sagen oder so 5 Speiche ist cool? 5 Speiche ist ziemlich cool. Ne? Ich finde es auch ziemlich cool. Ich mag so je. Ich glaube auch, dass das gut aussieht. Okay, dann heißt es jetzt zum Lackierer. Dann sprechen wir uns gleich wieder. Dann ist das Auto nämlich komplett schon mal schwarz. Und dann bauen wir zusammen. Gleich. Ja. Wir sind weiter im Thema C63 AMG Black Series. Wir bauen breit, wir bauen fett, wir bauen geil. Kann ich was zeigen? Ja, gerne. Aha. Das sind Schuhe, die man mit Lego umbauen kann. Guck mal, hier passen an. Krass. Ist das geil? Hart sexy, ne? Das ist echt geil. So. Aber darum geht's heute gar nicht. Sondern wir bauen was ganz anderes um. Wir bauen nämlich Autos um. Falls du nicht wusstest. Und wir haben heute jemanden da zu Gast. Ich muss mich auch eben beeilen mit dem Essen. Der wartet nämlich schon drüben. Es geht nämlich um etwas, was man, nicht alles, aber manchmal mit Folie sich lösen kann. Aber in diesem Fall machen wir das echt, wie der Hersteller das auch macht. Und das zeigen wir euch gleich. Wir dürfen es leider nicht filmen, weil es so geheim ist, wie es umgesetzt wird. Aber wir kriegen 1-2 Aufnahmen, wie es dann gemacht wird. Okay. Okay. Und dann noch eine zweite Sache, die er kann, was ich erst nicht glaubte.
Und wenn ihr jetzt nicht gespannt seid, dann weiß ich auch nicht. Bis gleich. So, für mich persönlich sehr geiles Thema. Wir werden es auch nicht zu doll in die Länge ziehen. Mhm. Ne, machen gleich nochmal weiter. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir die einfach nur so abgeben, zeigen wir euch das mal, also soweit wie wir es können. Und fragen die mal ein, zwei Sachen, was man so fragen darf. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ben hat war das Ben? Ein bisschen eingesaugt. Wo ist er denn? Im Büro wieder? Wurde jetzt ins Büro verfrachtet. Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Ist gut, ne? Okay, komm mit. Ich hab noch nicht genau verraten. Ich hab noch nicht genau verraten, worum es geht. Oder habe ich schon mal? Nö, nee, eigentlich nicht. Also, Autos haben Chromleisten. Die meisten, ja. Wobei ich sagen muss, ich verstehe persönlich nicht, was Leute an Chrom so geil finden. Es gibt ein paar Autos, wo ich es mir gefallen lasse. Mhm. Ja, ja. Aber es gibt auch viele Autos, wo ich sage, nein. Geht mir genauso. Also bei Oldtimern sage ich ja. Genau. Machen wir dann auch zum Beispiel viel Oldtimer-Bereich, aber jetzt sage ich mal bei den modernen Autos. Nein, ne? Nee. Da finde ich so ein Schwarz oder so viel geiler. Genau. Ja. Und da können wir jetzt die Leisten um den Scheibenrahmen drum, wir machen mal ein Bild rein, die kann man jetzt chrom lassen. Man könnte die rein theoretisch in jeder Farbe eloxieren, die man will. Theoretisch ja. Aber macht man nicht in der Farbe, sondern man macht eigentlich schwarz. Ja. Also entweder schwarz oder halt diese Chromoptik. Das ist ja jetzt nicht wirklich Chrom. Ach so. Das ist im Prinzip Alu eloxiert, Glanz eloxiert. Das heißt, da ist noch so ein spezielles Verfahren davor, vor dem Eloxieren. Kannst du das grob mal erklären? Weil das ist das, was ich so spannend nämlich finde. Mhm. Was heißt, also Eloxieren? Ja. Wird das Material dadurch dicker? Jein. Eloxieren heißt im Prinzip, man tut die Oberfläche von dem Alu künstlich oxidieren. Also im Prinzip künstlich mit Hilfe vom Strom oxidieren lassen. Ja. Künstlich. Und diese Schicht, die dann da entsteht, die ist halt extremst korrosionsfest. Verschleißfester wie das reine Alu. Unoxidieren heißt ja verletzen rein theoretisch. Eigentlich schon, ja. Man wandelt im Prinzip die obere Alu-Schicht in Aluminiumoxid um, künstlich. Und das ist halt ziemlich hart, lässt sich einfärben und so weiter. Und der Schichtaufbau ist 2/3 rein, ins Material rein. Und 2/3 rein? Genau, und 1/3 raus. Also technisch bleiben wir da, wo wir vorher waren? Ja. Also das sind... Schwächen wir oder härten wir? Wir härten. Also 2/3 rein, 1/3 wieder drauf. Ja. Und wenn ich eine Farbe mache, tue ich einen Zusatzstoff dazu oder ist es eine Temperatur-Zeitsache? Nein, die Färbung passiert erst nach dem Eloxieren. Also es gibt Verfahren, dass man sie auch während dem Eloxieren färben kann, aber das sind so ganz spezielle Sachen. Weil das sind nicht alle Farben. So, man kann noch mehr, ne? Man kann noch mehr, ja. Also man kann zum Beispiel so einen Rotton, ja, wenn ich den jetzt 2 Minuten einfärbe, sieht er so aus. Wenn ich eine Minute mache, ist er heller. Wenn ich 5 Minuten mache, ist er dunkler. Also nochmal. Okay. Sekunde. Das hier wird eloxiert. Das ist eloxiert. Erster Arbeitsschritt. Erster Arbeitsschritt, Schicht runter. Wie? In einer Natronlauge. Einfach nur. Da ist das Gummi noch dabei. Alles dran. Einfach Schicht runter. Bumm. Dann gucke ich... Das ist Gummi noch heile? Ja, Gummi ist. Nichts. So, okay. Und dann gucke ich, geht's Gummi weg? Wenn ja, natürlich optimal, weil dann können wir es gut kontaktieren. Wenn nicht, nicht so geil, aber kriegt man auch hin. Mhm. Und dann wird es poliert, händisch an der Maschine, poliert, zack, zack. Die Dinger, dass wir diesen Glanzeffekt kriegen. Ja. Und dann geht er auf die Anlage, dort fährt er verschiedene Prozessschritte ab, und dann kommt in ein Eloxal, also Glanzeloxalbad, also erstmal eloxieren, beziehungsweise vor dem Eloxieren glänzen, elektrolytisch, mit Strom. Gummi immer noch da. Und dann wird es eloxiert tatsächlich, das heißt, die glänzende Oberfläche dann erzeugt und dann entweder eingefärbt, das heißt, die Farbe... Danach, nach dem Eloxieren, geht dann die Farbe hier in diese Poren rein. Ja, entweder ich kriege die da rein, einfach nur durch Tauchen. Das ist organisches Färben, das sind diese Farben hier. Ja. Oder ich mache es mit Hilfe vom Strom, auch noch, also das ist ein bisschen viel, aber mit Hilfe vom minus, Strom. Also Masse. Plus minus, grob vorstellen wie Pulverbeschichten, die Teilchen, das zieht sich an. Ja. Ich ziehe diese Farbpartikel in diese Löcher rein. Dadurch kriegt man halt einen richtig schönen, saftigen Schwarzton hin, den man mit dem normalen Tauchen nicht hinkriegt. Das meinte ich. Man hört so eloxieren und denkt sich, ja, eloxier mal, ciao, hol ich wieder ab. Die meisten aber denken kurz rein, schon, raus, genau. Fertig, aber so ist es leider nicht. Okay. Wir gucken das Ganze mal an. Wir haben noch ein paar Sachen dazwischen geschnitten, ne, von der Produktion, weil man darf es nämlich nicht zeigen, wirklich, wie ihr es macht. Ja, es ist schwierig, ja. Weil ihr macht das ja auch für andere Firmen noch. Ja, zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel, der Blick. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal fertig an, ne? Ja. Obwohl, wie lange braucht ihr ungefähr? 2 Wochen.
Zwei Wochen? Zwei Wochen. Ja, das müssen wir hinkriegen. Ne? Okay, bis gleich. Leck mich am Arsch, hab ich Bock, denn das ist da. Das wird geil und das wird krass und ist auch mal wirklich seit langem mal wieder. Was heißt seit langem? Ist eigentlich auch Quatsch. Die anderen sind auch krass Umbauten wie der Beetle oder der Golf oder sowas. Aber das ist wirklich mal was Neues, weil Mercedes so Umbauprojekt haben wir noch nie gemacht. Nicht in dem Stil. Auto wird geil. Und was ich so besonders geil finde, ist, wenn man jetzt sieht, sieht der immer noch scheiße aus. Ich meine, man erkennt langsam die Seitenteile. Ne? Die machen das, wird es schon geil machen. Aber wenn man weiß, wie eine Black Series in Tief mit Räder so aussehen kann, dann gute Nacht. Mhm. Weil so sieht der jetzt gerade nicht aus. Noch nicht. Ne? Ich denke mir, oder, Dennis, wenn du jetzt so davor stehst, sagst du ja, ja. Schwarzer Mercedes. Hatte einen Unfall wahrscheinlich, aber dass das so ein Mistvieh wird. Soll hier nicht draufhalten, ich habe jetzt zwei dicke Pickel. Guck, wie eitel die hier alle werden. Ich wollte gerade sagen. In der Werkstatt. Mann, ey. Nee, aber ja, es bahnt sich auf jeden Fall Böses an hier. Genau, aber guck mal, wenn du jetzt hier so guckst, also das hat Mercedes echt geil gemacht. Guck mal, der Unterschied, wenn. Warte. Hey. Und der ist ja noch hoch. Noch hoch. Ein C63 Normal Coupé ist ein schönes Auto. Ja, der ist auch wirklich cool. Aber wir werden mit diesem Projekt zeigen, wie man aus einem Gezo-Auto ein hässliches Endline macht, wie er jetzt gerade ist. Und dann zurück zu einem Bombenschwan. Ein Bombenschwan. Ne? Also wirklich. Das wird geil. Und dann auch mit Heckspoiler, wie alle wollen. Mhm. Ja, was ich ja eigentlich nicht will, aber machen wir es doch jetzt auf. Okay, das ist jetzt nicht so spannend, also einmal nur zusammenbauen. Wir bauen auch den Innenraum wieder zusammen und dann bauen wir wieder auseinander, weil da passiert auch noch ein bisschen was. Mhm. Was können wir noch zeigen? Nichts zeigen. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe you once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people. And they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charged for them bank rolls. And I'm grinding money. On my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you.